So, jetzt kommen wir zum ersten sogenannten Heimspiel, mehr oder weniger. Und zwar seine Reports sind mehr oder weniger schon legendär. Gerade gestern hat er wieder einen rausgelassen. Die meinen, wissen wir schon, was kommt. Er wird jetzt uns zum Rechtsstaat, also das, was wir hatten, bis vor etwa anderthalb Jahren. Er wird über die Regierungslogik etwas erzählen. Ich weiß noch nicht, was er da erzählt, aber anscheinend gibt es da noch irgendeine Logik. Er wird über die Würde von Menschen reden. Jawohl, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und er wird vor allem auch etwas erzählen zum Souverän. Bitte begrüßen wir mir den Dr. Marco Caymmi. Vanessa hat den Papi verloren. Sie wartet da vorne in so einer Violett-Bourbon-Jacke an. Ist ein ganz herziges Mäntchen. Ja. Und wartet da. Der Papi, komm bitte führen und hol dein Töchterchen. Danke. Oh, jetzt Marco, jetzt bist du dran. Hallo, Liester. Salut, Alsacien. Hallo, Baden-Württemberg. Auf dem Weg vom Bahnhof Doane ganz viele ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen dürfen begrüßen. Das ist wahrscheinlich, weil wir alle so rechtsradikal sind. Und der Anstand gebietet es mir. Früher hat man in der Schule noch Anstand gelehrt, heute legt man eine Maske an. Das sind so kleine evolutionäre Fortschritte. Der Anstand gebietet es mir, wenn wir so viele Nachbarsleute haben aus dem Ausland und die schauen auf uns heute. Es hat so viele Leute hier und das ist so geil. Der Anstand gebietet es mir, und das ist kein Bekenntnis gegen die Schweiz, sondern im Gegenteil, dass ich jetzt auf Hochdeutsch weiterfahre. Ich habe ein Blatt, keinen Teleprompter wie Joe Biden. Dafür bin ich wach. Warum aber bin ich heute hier? Früher habe ich nie gewusst, was machen am Samstag Nachmittag. Jetzt habe ich ein neues Hobby, demonstrieren. Und das ist viel geiler als shoppen. Schuld daran ist Helmut Schmidt, vielleicht der letzte große Sozialdemokrat. Er hat einmal gesagt, der Rechtsstaat muss nicht gewinnen, der Rechtsstaat darf auch nicht verlieren, der Rechtsstaat muss einfach funktionieren. Aber der Rechtsstaat funktioniert nicht mehr. Wir wissen nicht einmal mehr in der Schweiz, in welcher Staatsform wir eigentlich aktuell leben. Ist es eine Demokratie? Nein! Ist es eine Monarchie? Mit Sonnenkönig allein per se? Und seinem Gefolge mit den Hofnarren von den Mainstream-Pressen? Eine Tyrannei? Ja! Ist es ein Totalitarismus? Ja! Ich weiß es nicht. Fakt ist, dass wir in einem Hygienewahnsinn leben, den die Menschheit noch nie so gesehen hat, und das bei einer Pandemie, die schwächste in allen Menschenzeiten ist. Viele Menschen versuchen zu verstehen, was uns beinahe täglich Neues aufgebürdet wird. Viele Menschen versuchen immer noch, darin eine Logik zu erkennen, um Verständnis für die Regierenden und deren vordergründig hilflosen Maßnahmen aufzubringen. Ich kann euch nur raten, hört auf damit!
Führung ab von einer edlen staatsbürgerlichen Aufgabe, nämlich derjenigen, Widerstand zu leisten. Widerstand auf der Basis unserer Verfassung und unserer Grundgesetze, dem Obligationenrecht, dem Strafrecht und dem Zivilrecht. Die Regierenden haben sich längst von logischen Entscheidungen und Maßnahmen distanziert. Wer daran zweifelt, frage ich, was ist daran logisch, dass man in Skigondeln stehen kann, aber sich auf einer Terrasse im Freien nicht mit seinen Liebsten auf einen Stuhl setzen kann? Was ist daran logisch, dass ich mich zwar tätowieren lassen kann, Ausweichen, Hütergänge, aber ich mit meiner Frau in keinem Restaurant an einem Tisch zu zweit sitzen kann, weil kein einziges geöffnet hat? Und es bald auch keine Restaurants und Stadthotels mehr geben wird. So ist es. Was ist daran logisch, dass ich nicht ins Fitnessstudio trainieren gehen kann, aber im Bus Vögel darf? Was ist daran logisch, dass Herr Lukas Engelberg, mein oberster Boss, mit 13 Leuten im Benkenhof ein Dreigang-Menü serviert, kredenzen darf, aber Handwerker sogar im Schneefall des eiskalten Februars ihre Mittagspause im Freien, die Hände wie Schutzsuchende um einen warmen Kaffee zu Go-Becher geschlungen, verbringen mussten? Die Antwort lautet, gar nichts mehr ist logisch, weil es längst nicht mehr um Logik, weil es auch längst nicht mehr um Corona, sondern nur noch um längst durchschaute und entlarvte Machterhaltung geht. Ja. Liebe Freunde, die aktuell Regierenden, und wir sind noch in einem guten Kanton zu Gast heute. Ausnahmen wie Thomas Weber in diesem Kanton Gesundheitsdirektor und auch Isaac Weber in diesem Kanton Baudirektor. Der Schelm, der sich entreistet hat, sich kritisch über die neuen Impfstoffe zu äußern. Wie schlimm ist denn das? Bestätigen die Regeln. Die aktuell Regierenden haben sich längst nicht nur von der Logik, sondern auch von der Menschlichkeit, der Humanitas entfernt. Im Gegenteil, sie verlachen euch, sie verhöhnen euch und sie verachten euch. Seit mehr als einem Jahr kennen die Regierenden und ihre gekauften Prestituierten nur noch ein einziges kommunikatives Tool, die Erzeugung von Angst. Verängstigte Menschen kann man fast zu allem bringen, sogar zur Aufgabe der eigenen Achtung und noch schlimmer, der eigenen Würde, das Kostbarste, das wir Menschen haben. Sie ist beschrieben in Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in Artikel 7 der Schweizer Verfassung, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Liebe Freunde, es gibt Menschen, die in der Tat Angst vor diesem Virus haben. Nehmt diese Mitmenschen bitte ernst und lacht sie nicht aus. Nicht das Virus ist für deren Angst verantwortlich, sondern die unsägliche und auf keinerlei Evidenz, weder statistisch noch empirisch beruhende Propaganda der Regierungen, für die sie auch noch in den Steuergeldtopf greifen, um Hochglanz-PR-Agenturen mit fetten Aufträgen zu stopfen. Denn die Mainstream-Medien alleine sind zu dumm dafür. Ängste muss man respektieren, aber man kann sie auch therapieren. Zum Beispiel durch faktenbezogene Aufklärung und nicht durch spekulativ-pseudowissenschaftliche
meist exponentielle Hochrechnungen selbsternannter Apokalypse, Armageddon, Profilierungsnarzissten, bis sich zeitweise zu Hause in der Taskforce getummelt haben. Mit vor der Tür stehenden Implementierung des Impfpasses. Bekanntlich soll der alleine uns noch Zugang zu sowas, was man als gesellschaftliches Leben bezeichnen darf. Eine Art International Passport to Living Pleasure sollten wir ernsthaft Widerstand leisten. Ich bitte deshalb auch die Juristen und vor allem die Richter in der Schweiz, die Judikative also, endlich auf ihrem endlos prolongierten Bären, Höhli, Kohlen, Tief, Winterschlaf aufzuwachen. Denn, liebe Juristen, und es ist traurig genug, dass ich euch das als Arzt sagen muss, jede Injektion ohne Freiwillige und frei von Nötigung oder gar Erpressung abgegebene Einwilligung und ohne Aufklärung des Patienten appliziert, ist juristisch gesehen keine Therapie, sondern eine Körperverletzung. Das gilt auch für die aktuellen Impfungen. Die Stand heute gar keine Impfungen, sondern Gentherapien sind. Das habe ich jetzt für die Presseleute gesagt, damit sie mich im Bild und Denk diffamieren können. Kann ich nicht sagen, Covid-19-Impfungen sind Gentherapien. Wetten, dass wir das heute Abend oder morgen irgendwo lesen werden. Ich komme zum Schluss. Ich gebe zu, dass ich selber Angst habe, wenn unser Bundespräsident Guy Parmesan, davon spricht, dass man im öffentlichen Verkehr künftig zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheiden wird. Apartheid! Die bitte! Die Wahlheimat meiner Frau und mir ist Südafrika. Darum auch mein Widerstandsslogan Amandla Abedu, was als Zulu so viel bedeutet wie alle Kraft den Souverän. Südafrika hat ihre Apartheid zumindest verfassungsmäßig überwunden und sich 1996 die modernste Verfassung der Welt gegeben, als Rainbow Nation, als Regenbogen-Nation, die erste Verfassung übrigens weltweit, die Homosexualität als gleichberechtigte Lebensform akzeptiert. Noch immer läuft es meiner Frau und mir kalt den Rücken hinunter, wenn wir in ÖV oder an Stränden alte, von Rost heimgesuchte Schilder sehen mit der Aufschrift Whites Only. Wenn wir, liebe Freunde, nicht endlich aus dieser gutschweizerischen Lethargie aufwachen, werden wir bald eine die Würde der Menschen verachtende Hygiene-Apartheid haben. Sie klopft bereits an unsere Türen. Lassen wir sie nicht herein. Denn auch für unsere Wohnungen und Häuser gilt, wie für unsere Körper, die Prämisse der Unversehrtheit. Und es wäre schön, euch zum Schluss jetzt alle zu hören. Amandla, Abedu! Amandla, Abedu! Amandla, Abedu! Wir sind alles geil hier, Herr Tanz!